Mit viel Selbstvertrauen nach jeweils 2 4-Punkte-Wochenenden gingen die Kassel Huskies in das Spieltagwochenende. Zu Gast waren die Heilbronner Falken, die aktuell am Tabellenende stehen. Der Start ins Spiel hätte den Huskies kaum besser gelingen können. Erst 39 Sekunden waren gespielt, als Taylor Carnevale seinen Sturmpartner Jamie McQueen mit einem Traumpass auf die Reise schickte. McQueen ließ sich diese Chance nicht entgehen und netzte frei vor Falkentorhüter Holmgren zum 1:0 ein. Und die anwesenden Zuschauer mussten knapp 5 Minuten später an ein Déjà-vu-Erlebnis geglaubt haben. Denn mit fast dem identischen Spielzug schlugen die Gastgeber erneut zu. Wieder war es Carnevale, der aus der neutralen Zone McQueen bediente, der erneut eiskalt blieb und das 2:0 markierte. Eine schnelle Führung, die den Huskies aber nicht gut tat. Denn durch kuriose Tore kamen die Gäste zurück ins Spiel. Nach 8 Minuten nutzte Falkenstürmer Adam Brace bei Huskies Überzahl ein Missverständnis im Spielaufbau zwischen Klinge und Valenti und verkürzte aus kurzer Distanz auf 2:1. Die Irritationen der Schlittenhunde wussten die Falken 4 Minuten später erneut zu bestrafen. Patrick Schmidt schoss hinter dem Tor stehend ECK-Torhüter Markus Keller an und von dort breitete der Puck zum 2:2-Ausgleich hinter die Linie. Und der Albtraum, in dem sich die Schlittenhunde in dieser Phase zu befinden schienen, nahm noch kein Ende. Denn in der 16. Spielminute fälschte Adam Brace einen Schlagschuss zum 2:3 ab. Nur wenige Sekunden zuvor hatte Jamie McQueen den 3. Husky-Treffer verpasst, als er nach einem Bandenfehler an Peter Holmgren scheiterte. Da auch Austin Wycisk nach 17 Minuten nur das Außennetz traf, gingen die Schlittenhunde trotz Traumstart mit einem Rückstand in die Kabine. Nach ca. 5 gespielten Minuten im Mittelabschnitt fanden die Huskies wieder besser in die Partie. Sie erarbeiteten sich ein optisches Übergewicht und versuchten in der Offensive mit einfachen Spielzügen zum Torerfolg zu kommen. Die besten Einschusschancen hatte Marco Müller per Schlagschuss in der 35. Minute aus dem rechten Bullykreis und Jens Meilleur in der gleichen Minute, der die Scheibe aus kurzer Distanz nicht im halbleeren Tor unterbringen konnte. Vor der 2. Pausensirene hatten die Schlittenhunde allerdings Glück, dass die Gäste 2 Konterchancen durch Morrison und Lewis nicht verwerten konnten. Rico Rossi schien in der Kabine aber die richtigen Worte gefunden zu haben. Denn per Doppelschlag drehten seine Mannen die Partie. Nach 90 Sekunden im Schlussabschnitt verwertete Alex Heinrich in Überzahl aus zentraler Position einen Rebound zum 3:3-Ausgleich. Und nur 46 Sekunden später fälschte Braden Pimp vor dem Tor stehend eine Gargiola-Hereingabe zum 4:3 ab. Die Kassel Huskies waren wieder in der Spur, hatten mit den Falken jedoch einen Gegner zu Gast, der erneut nicht aufsteckte. Fast 4 Minuten Unterzahl am Stück verteidigten die Schlittenhunde erfolgreich, mussten kurz vor Ablauf der letzten Strafzeit aber doch den nächsten Dämpfer verkraften. Das 4:4 in der 50. Minute war wieder ein abgefälschter Schuss, der in den Maschen landete. Diesmal hieß der Torschütze Braden Schell, der die Kelle an einen Schuss von Adam Brace hielt. Die Kassel Huskies zeigten sich allerdings nur kurz geschockt und sicherten sich dank starker 5 Schlussminuten doch noch den Dreier. Zunächst war es Shane Dehu, der zunächst unnachahmlich vors Tor zog. Im ersten Versuch an Holmgren scheiterte, aber seinen eigenen Rebound zum 5:4 über die Linie drückte. Und nur eine gute Minute später fälschte Jens Meilleur im Powerplay ein Carnevale-Flachschuss zum 6:4 ab. Damit war die Gegenwehr der tapfer kämpfenden Falken endgültig gebrochen. In den Schlussminuten ließen die Huskies nichts mehr anbrennen und fuhren den 6:4 Arbeitssieg nach Hause. Typisch von der Mannschaft im Moment, wenn was schief läuft, dann läuft es wirklich schief für 5-10 Minuten und da bauen wir unsere eigene Schwierigkeit. Wenn wir lernen, diesen unerfahrenen Failures zu vermeiden, würden wir eine bessere Mannschaft. Im letzten Drittel hatten wir dann wieder gezeigt, was wir können. Wir haben viel mehr Zug zum Tor gespielt, viel mehr Scheiben in Richtung Tor gemacht und haben wir die Tore geschossen in die richtigen Zeitpunkte. Wie gesagt, das ist eine junge, unerfahrene Mannschaft, das im Moment, wenn die kriegt Schwierigkeiten, die sind nicht hundertprozentig auf die taktisch oder auf der eigene Selbstvertrauen zu reagieren. Aber das war ein sehr wichtiger Sieg für uns.
drei Punkte, zweite Mal hintereinander, punktet in die letzten fünf Spiels. Also wir sind schon auf dem richtigen Weg. Und es hilft, dass wir gewinnen, weil denn in dieser Lernkurve, das dauert Zeit, ist es einfacher zu lernen, wenn man siegt, wie wenn man Niederlagen hat.